Jahrelang stand Sängerin Britney Spears, 40, unter der Vormundschaft ihres Vaters, die erst 2021 aufgehoben wurde. Wie aus der im September 2021 von der New York Times veröffentlichten Dokumentation Controlling Britney Spears zu entnehmen ist, soll Jamie Spears, 69, dabei durchaus auf unlautere Methoden zurückgegriffen haben. Selbst das Schlafzimmer seiner Tochter soll der 69-Jährige verwanzt haben. Jetzt wehrt sich Jamie Spears gegen die Vorwürfe. Vater von Britney Spears reichte Erklärung ein. Wie pagesix.com unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet, hat Jamie Spears beim obersten Gericht von Los Angeles eine Erklärung vorgelegt. Ich bin über die Anschuldigungen informiert, dass ein Abhörgerät während der Obhut in ihrem Schlafzimmer zur Überwachung platziert worden sei. Diese Behauptung ist falsch. Er habe zu keinem Zeitpunkt eine Überwachung von Britneys Schlafzimmer durchgeführt oder autorisiert, auch nicht während der Vormundschaft, erklärte Jamie Spears weiter und bekräftigte, mir ist nicht bekannt, dass eine solche Überwachung stattgefunden hat. Jederzeit sei er bereit, dies auch unter Eid zu bestätigen. Jamie Spears widerspricht dem Bericht der New York Times. Mit seinen Aussagen wendet sich Jamie Spears klar gegen den Bericht der New York Times. Deren Recherchen zufolge hatte ein ehemaliger Sicherheitsmitarbeiter ausgesagt, dass Jamie Spears mehr als 180 Stunden Audiomaterial aus Britney Spears Schlafzimmer aufgezeichnet haben soll. Whistleblower Alex Vlasov, dessen Firma Box Security von Jamie Spears engagiert wurde, hatte den Journalisten der New York Times zudem vermeintliche Aufnahmen, E-Mails und Texte zugespielt, welche die Zeitung veranlassten, auf der Titelseite von einem intensiven Überwachungsapparat zu schreiben. Nach Erscheinen des Berichts erklärte Vivian Lee Torren, die damalige Anwältin von Jamie Spears, dass alle Maßnahmen in Absprache mit Britney Spears durchgeführt worden seien, ohne den Bericht als solchen abzustreiten. Ehemalige FBI-Agentin untersucht Berichterstattung zu Britney Spears. Auch Britneys Anwalt Matthew Rosengart mischte sich in die Diskussion ein und beauftragte im Januar die ehemalige FBI-Agentin Sherrin Abody damit, den Bericht der New York Times zu untersuchen. Die Expertin nahm sich der Sache an und erklärte im Anschluss, dass Britneys Vater sich an gewissenlosen Verletzungen von Britneys Privatsphäre und bürgerlichen Freiheiten beteiligt und andere dazu angewiesen habe. Dass eine Überwachung von Britney Spears, zumindest in ihrem Schlafzimmer, gar nicht stattgefunden haben soll, ist eine überraschende Wendung in dem Fall, der nun offenbar erneut vor Gericht landet. Die Popsängerin hat erst kürzlich ihren Verlobten Sam Asghari, 28, geheiratet, von dem sie ein Kind erwartete, dieses jedoch in den ersten Wochen der Schwangerschaft verlor.